Denn man sieht hier, Rostock liegt ja direkt am Strand, liegt 14 Meter über Normal 0, Normalhöhe 0 oder Normal 0. München ist 778 Kilometer entfernt von Rostock, per Luftlinie etwas weniger. Das heißt, bei der Höhe von 778 Kilometern müsste es einen Höhenunterschied von 40.624 Meter geben auf einer Kugelerde. Das kann man ja ausrechnen. Also, 778 Kilometer, vielleicht sind es auch nur 700 Kilometer, und selbst wenn es 600 Kilometer wären. Und 778 Kilometer müsste der Höhenunterschied bei 40.624 Meter liegen. Das heißt, 40 Kilometer Unterschied. Also, von München müsste man mal 40 Kilometer in die Höhe steigen, um Rostock sehen zu können. Mit einem Fernglas natürlich. Ja, das ist schon verdammt hoch. Aber hier gibt es jetzt eine Doccam, wie da steht. Das ist ein Wetterballon in 33.000 Meter Höhe. Also viel geringer, als was man steigen müsste, eigentlich laut Berechnung. Und nicht nur, dass alles relativ waagerecht aussieht im Hintergrund. Das ist sogar genau in der Nähe aufgenommen worden von Kiel, nämlich. Also da ist Kiel. Da wurde sie gestartet. Und diese Strecke ist diese Kamera geflogen. Also das heißt, es ist genau dort aufgestiegen, wo wir gerade drüber reden. 40.624 Meter heißt es, müsste man hochsteigen, um Rostock von München aus zu sehen. Aber aus 33.000 Meter sieht man schon die ganze Erde in der Übersicht. Also Rostock 14 Meter, Kiel 5 Meter, Emden 1 Meter, Duisburg 33 Meter, Frankfurt am Main 112 Meter, Nürnberg 309 Meter, München 519 Meter. Und bei der Entfernung zwischen Rostock und München sollten es rund 40.000 Meter sein, der Höhenunterschied.